Grundsatzprogramm der Zentrumspartei. Ja, die Zentrumspartei bezeichnet sich als die älteste Partei Deutschlands, gegründet 1870. Aber die SPD ist ein bisschen älter, durch Vorgruppierungen und so. Aber die Zentrumspartei, kann man sagen, ist die zweitälteste Partei. Ja. Erstens, das Zentrum bekennt sich zu den christlich-jüdischen Wurzeln Europas und verteidigt die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Zweitens, das Zentrum ist stets bemüht, christliche Grundsätze für Staat und Gesellschaft in seine politische Arbeit einzubringen. Dritter Punkt: Ehe und Familie sind die Grundlage der menschlichen Gesellschaft. Daher sind ihnen jene Mittel bereitzustellen, die sie zur Erfüllung ihrer naturgegebenen Aufgabe benötigen. Unter Freiraum zu gewähren, dieser gerecht weder werden zu können. Vierter Punkt: Subsidiarität, Solidarität und das Gemeinwohl sind die Quellen der politischen Arbeit des Zentrums. Artikel 1: Der Mensch. Erster Punkt: Die unveräußerliche Menschenwürde und damit die Achtung der Menschenrechte gelten für alle Menschen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität oder ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes. Zweiter Punkt: Die Natur ist dem Menschen zur Nutzung und Gestaltung anvertraut. Sie ist für kommende Generationen zu bewahren. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den verschiedenen Interessen muss hergestellt werden. Dritter Punkt: Arbeit und Wirtschaft haben jeden ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen. Dies muss außer der Versorgung mit dem Lebensnotwendigen auch die Teilnahme an den Kulturwesten bewirken. Und an den Kulturwesen bewirken. Viertens, es ist die Aufgabe jedes Menschen, sich zu bilden und seine Talente und Begabungen zu nutzen. Staat und Gesellschaft müssen sicherstellen, dass jeder Mensch die gleichen Chancen hat, seine Neigungen und Begabungen zu entwickeln. Fünfter Punkt: Die Wirtschaftsforderung muss vom Gemeinsinn getragen sein und das Gemeinwohl über den Vorteil des Einzelnen stellen. Wirtschaftliche Zwecke dürfen nicht dazu führen, dass die Würde des Menschen verletzt wird. Artikel 2: Die Gesellschaft. Erstens: Rechte und Pflichten in den Gliederungen von Gesellschaft und Staat sind gemäß den Prinzipien im Prinzip der Subsidiarität zugestaltet. Die Familie ist Kern und Grundlage der Gesellschaft. Dabei sind alle Gliederungen solidarisch dem Gemeinwohl verpflichtet, damit jeder Bürger in geregelten Bahnen sein
Glück finden und verwirklichen kann. Zweitens, wir wollen eine Solidargemeinschaft mit Rechten und Pflichten, die vor Missbrauch zu schützen ist. Allgemeine Lebensrisiken sind solidarisch abzusichern. Dritter Punkt. Wir setzen uns für die Integration der rechtmäßig in Deutschland lebenden Menschen ein. Unter Wahrung der deutschen Identität, unter gesellschaftlichen Leistungsfähigkeit. Viertens, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung sollen einen wichtigen Beitrag zur Meinungsbildung leisten. Daher sind die Medien wegen ihrer meinungsbestimmenden Einflusses auf Sorgfalt, Umsicht und Wahrhaftigkeit zu verpflichten. Fünftens, wir setzen uns für die soziale Marktwirtschaft ein, deren Prinzipien einen funktionierenden Arbeitsmarkt und finanzierbare soziale Sicherungssysteme verlangen. Die Gliederungen des Staates sind mit den notwendigen Finanzen auszustatten, deren effiziente Verwendung streng überwacht werden muss. Artikel 3. Der Staat. Erstens, als traditionelle Verfassungspartei verteidigen wir unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Artikels 20 Absatz 4 Grundgesetz. Zweitens, wir wollen in Deutschland eine Demokratie, die die Willensbildung des Volkes in politischen Parteien uneingeschränkt zulässt und fördert, solange diese nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen. Drittens, der Staat muss die Sicherheit gegenüber Gefahren im Inneren wie von außen sicherstellen und für die Durchsetzung von Recht und Gesetz ohne Ansehen von Person und Herkunft sorgen. Diese Aufgaben sollen gemäß des subsidiären Staatsaufbaus durch die jeweils zuständige Gliederung übernommen werden. Viertens, das Monopol für die Ausübung von Gewalt gegenüber Personen und Sachen liegt ausschließlich beim Staat. Er muss dieses für den Schutz und die Umsetzung des Gemeinwohles einsetzen und darf es nicht an Dritte abtreten. Das Gewaltmonopol muss streng nach rechtsstaatlichen Prinzipien ausgeübt werden. Fünftens, es ist Aufgabe des Staates, die Grundversorgung menschlichen Lebens sicherzustellen. Dies bedeutet, dass Schlüsselpositionen bei Bereitstellung und Betrieb von Infrastrukturen, die von grundsätzlicher Bedeutung für Wirtschaft und Versorgung sind, im Zweifelsfalle in öffentlicher Hand sein sollen. Sechstens, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, weshalb Hoheit Entscheidungsgewalt unserer gewählten Volksvertreter nur an solche über nationalen Organisationen übertragen werden darf, die gleichermaßen durch Wahlen vom Volk legitimiert sind. Siebtens, das Zentrum bejaht den Konföderationen-Zusammenschluss Europas aus souveränen Staaten. Ja, das war das Wahlprogramm von der Zentrumspartei. Schreibt gerne eure Meinung, Entschuldigung, das Grundsatzprogramm. Schreibt gerne eure Meinung zum Grundsatzprogramm
in die Kommentare. Und was haltet ihr von der Zentrumspartei? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ein Abgeordneter der Zentrumspartei sitzt ja im Bundestag, gilt als parteilos. War vorher bei der AfD. Der Name ist mir entfallen. Aber die Zentrumspartei sitzt so gesehen wieder im Bundestag. Mit einem Abgeordneten, wenn man so will. Ja. Also ich finde das Grundsatzprogramm gut. Ich könnte mir auch vorstellen, die Zentrumspartei zu wählen. Aber leider wird die kaum oder stellt sich auch kaum oder selten nur noch zu Bundestagswahlen oder Landtagswahlen so auf. Die ist nur noch auf kommunaler Ebene halt tätig. Ich glaube, es soll Landtagswahl in NRW, wie sie sich aufstellen. Ja. Ich glaube, die könnte wirklich eine gute Konkurrenz sein zur CDU. Aber ich glaube, die ist wirklich weg vom Fenster, die Zentrumspartei. Es denken sich viele. Ja, CDU ist fast schon wie Zentrumspartei. Also will ich lieber CDU. Und die CDU ist auch bekannter auch als die Zentrumspartei. Und die Zentrumspartei hat negativen Nachteil. Die Zentrumspartei hat leider 1933 dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt und ist, glaube ich, deswegen auch ein bisschen noch dazu abgestraft worden. Ja. Irgendwie schade. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, auch die Zentrumspartei zu wählen. Würde es die CDU nicht geben. Könntet ihr euch eigentlich vorstellen, die Zentrumspartei zu wählen? Schreibt auch gerne das in die Kommentare.